Willkommen zu einem weiteren kleinen Tutorial. Diesmal zeige ich Ihnen DIGO. Und DIGO ist ein Online-Service, mit dem sich verschiedenste Online- und Offline-Quellen zusammen mischen lassen, zusammenstellen lassen und der auf allen gängigen Plattformen funktioniert. Das heißt also, es gibt eine App für Android, es gibt eine für Apple. Und was Sie hier sehen, ist die Startseite. Sie können sich hier auch nochmal über das ganze Programm vertraut machen oder über die Page. Sie müssen sich dafür einmal kostenlos anmelden und haben dann die Möglichkeit, eine DIGO Toolbar zu installieren. Sie sehen sie hier oben. Und was es damit auf sich hat, das zeige ich Ihnen jetzt aus gegebenem Anlass, da heute Gründonnerstag ist. Nehmen wir mal einen schönen Artikel der Bild-Zeitung, und zwar die Bild erklärt die Osterfeiertage. Sie haben jetzt hier die Möglichkeit, sich den Text anzusehen, und vor allen Dingen können Sie, was eine ganz schöne Sache ist, hier schon mal am Rechner Sachen markieren, und Sie können ihn nun als Lesezeichen hinzufügen. Das funktioniert ganz einfach. Da oben, wie gesagt, der Klick auf den Button. Und dann können Sie eine kleine Erklärung schreiben, wenn Sie möchten. Sie können aber auch hier Text vergeben. Ostern, Religion, Bild. Und können das Ganze dann speichern. Und Sie können das Ganze auch, diesen Artikel, in DIGO verfügbar machen. DIGO funktioniert dann dabei wie ein Cloud-Dienst, wo also alle Daten, die Sie darauf stellen, auch überall verfügbar sind, indem Sie hier auf Capture klicken und dann legt das Programm los. Das dauert jetzt leider etwas. Okay, und dann sehen wir hier in unserer DIGO-Liste direkt unsere verlinkte Page bzw. den verlinkten Artikel. Dann haben wir hier auf der linken Seite unsere Tags, nach denen wir auch wieder sortieren können. Wir können Listen erstellen, in die wir dann die Artikel hineinstellen, so wie es uns am besten gefällt, wie es für uns, für unsere persönliche Ordnung am besten ist. Und wir können das Ganze dann auch teilen. Und zwar mit der Community, mit der wir uns hier verlinken können. Sie können also hier auch wieder Lerngruppen bilden und dann untereinander auf dieselbe Basis von Informationen zugreifen. Sie haben hier natürlich die Möglichkeit, sich das Ganze anzusehen. Mit einem Klick darauf kommen Sie dann wieder zum Artikel. Dann sind allerdings Ihre Markierungen futsch. Sie können natürlich auch einmal auswählen und Sie können hier vor allen Dingen auch die ganze Page nach DIGO schicken. Je nach Verbindung dauert das so einen Moment. Und Sie haben hier auch die Möglichkeit, in der Page ungelesene Artikel zu sehen oder kürzlich geöffnete. Sie können das Ganze filtern. Wir gehen wieder zurück zu DIGO und sehen hier unseren Artikel. Und hier können wir, wie gesagt, auch über die Tags auswählen. Zum Beispiel, wir klicken auf Bild und haben dann direkt unseren Artikel vor uns und hier natürlich auch unsere Bilder, die wir gespeichert haben. Hier einmal das Ausgewählte, was wir natürlich auch sofort weiter verlinken können. Wir können es herunterladen, ist wie gesagt eine Bilddatei. Wir können es bei Google Plus, bei Twitter und bei Facebook einbinden und wir können es auch per E-Mail senden. Und hier haben wir auch nochmal die gesamte Page. Das dauert hier einen Moment. Und hier könnten wir den Artikel auch lesen. Nun kann es natürlich auch sein, dass Sie zum Beispiel bei Amazon auf einen Link oder auf eine Literatur verweisen möchten. Wir behalten mal das Osterthema bei und gucken mal, was uns Amazon zum Thema Ostern anbietet. Hasen-Osterbier 0,5 Liter von Hasenbräu. Das klingt ganz nett und haben jetzt hier die Möglichkeit, hier natürlich auch
das Ganze zu bookmarken, hier Tags zu vergeben, Getränke ist schon mal sehr gut. Und können natürlich aber auch sagen, wir möchten das später lesen. Und wir gehen wieder zurück auf unsere Bibliotheks-Page, auf unsere Übersichtsseite und haben jetzt hier das Hasen-Osterbier. Mit einem Klick darauf geht sofort der Link auf. Und wir können natürlich hier auch das Ganze weiter bearbeiten. Wir können hier nochmal eine Beschreibung hinsetzen. Wir können diesen Link auch aus der Community herausnehmen, indem wir ihn als privat markieren. Und wir haben hier natürlich die Möglichkeiten, den Ganzen einer Liste zuzuordnen. Wir können die Liste auch erst erstellen. Wir können es mit einer Gruppe, wenn wir uns denn zusammengetan haben, teilen. Da gibt es viele großartige Möglichkeiten. Sie können also hier auch an dieser Stelle auch noch auf Daten von der Festplatte zugreifen. Allerdings funktioniert das in dieser Nicht-Premium-Version nur über Bilder, die Sie hochladen können vom Rechner. Sie können handschriftlich Bookmarks noch eingeben. Was heißt handschriftlich? Sie können hier natürlich auch einen Link eingeben oder einen Link einkopieren und das Ganze so mit Inhalt füllen. Und Sie können Notizen eingeben. Dazu geht dieses kleine Fenster auf. Und Sie haben natürlich auch Möglichkeiten, hier zu der Notiz auch wieder Text zu vergeben. Und der Text soll natürlich auch wieder sein Ostern. Da schlägt er schon was vor. Save Note. Und schon haben Sie diese Notiz auch wieder gespeichert. Sie taucht dann auch in Ihrer kompletten Dokumentenliste auf. Sie haben hier hinten jeweils noch die Möglichkeit, auf der rechten Seite das Ganze wieder zu editieren, zu löschen oder mit jemandem zu teilen. Das funktioniert mit den Artikeln hier unten natürlich auch. Wobei Sie dann die Möglichkeit haben, hier noch auch eine Notiz anzufügen. Ostern ist heute das Wort der Stunde. Und was Digo natürlich noch sehr schön kann, ist es zu filtern, das Ganze wieder nach Text, nach Datenart, sowie Lesezeichen oder Bilder oder Notizen. Und Sie können hier über diesen kleinen Button das Ganze auch noch etwas übersichtlicher gestalten, indem Sie einfach den Artikel auf die Überschrift begrenzen. Okay, Sie können natürlich auch Blogposts hier in Digo verlinken. Ich habe mal hier den Blog eines Freundes aufgerufen und kann also einzelne Posts hier auch wieder als Bookmark setzen und die in Ihre Digo-Bibliothek hinzufügen. Sollte das manchmal nicht ganz klappen und nicht sofort da sein, einfach mal auf Neuladen klicken, dann ist der Eintrag meistens schon drin. So haben Sie natürlich den Vorteil, dass Sie Ihre Lesezeichen, Ihr Material direkt und überall dabei haben, dass Sie direkt Markierungen machen können, dass Sie direkt Ausschnitte aus dem Artikel von der Page hier in Digo archivieren können und dann auch natürlich gemeinsam bearbeiten und zur weiteren Bearbeitung freigeben können. Okay, vielen Dank soweit. Bis zum nächsten Mal. Ciao!